Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Auslander, spielen auf der schönen Karte Polen mit einer meiner Lieblingsmaps in diesem schönen Spiel. Und wir spielen heute wieder die Russen. Wer es nicht erkennt, da sind wir mit dem T50 momentan dabei. CIS-30 wollte ich hier nicht, Stadtmap. Ja, weiß ich nicht. Kann man ganz schön mit auf den Popo fallen, wenn ich ehrlich bin. Aber schau mal, was der T50 hier so kann. Der ist nämlich echt gut. Macht richtig Laune. Und da hinten wird schon schwer geschossen. Ich sehe noch nichts. Einen Gruß rüber schicken, oder? Weg hier. Wir wollen ja nicht zum Anfang direkt hier drauf gehen. Das bringt ja keinem was, oder? Wie seht ihr das? Schicken wir mal Artillerie zu euch. Wie wäre das, Kollegen? Besser. Deutscher Treffer, Fahrer und Ladeschütze. Mist, jetzt sind wir natürlich am Arsch, weil er hat uns den Fahrer auch rausgeschossen. Und den Ladeschützen. Deshalb... jetzt noch der Turm. Also Kollege, hör auf da hinten. Bettlerisch bekloppt. Und jetzt Gas. Oh, nochmal Glück gehabt. Reparieren. Das ist das Wichtigste. Reparieren. So, ein bisschen ungünstig hier. Aber wir sind der Erste. Wahnsinn. Wir könnten jetzt wieder raushauen. T-34 sind da. Ah, das ist natürlich sehr ungünstig. T-34 ist, ja, da werde ich auch immer mal sein. Das ist der Nachfolger vom T-50 im Forschungsbaum. 3,4 oder so. Holt mich auf jeden Fall im Battle Ranking relativ weit hoch, das Ganze. Müssen wir mal schauen, wie das dann so wird. So, mal schauen. Ob wir jetzt auch den Bombel da. Gleich. Ach, aber wir haben noch den Ladeschützen rausgenommen. Vielleicht hat es ja für irgendwas gereicht. Mal gucken. Wir wollen jetzt gar nicht gucken, was er da so hat. Jetzt ist 30. Ja, warum nicht, ne? Nehmen wir die doch mal mit. Hier ist jetzt dieser Punkt wieder. Den haben wir letztes Mal nicht gehabt, wenn ihr euch recht entsinnt. So, das ist aber die coolere Granate. Nee, doch nicht. Das ist schon die coole Granate. Okay, dann nehmen wir die doch. So, mal schauen. Also, CIS-30 ist ein mordsmäßiges Dingen, aber es hält halt nichts aus. Ne? Sind wir uns einig. Ist so. Ja, ich bin auch im Urlaub, habe ich das schon erwähnt. Ne? Also, wie gesagt, volle Kommentare. Ich kann unbedingt darauf antworten. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber auch ich muss mal Urlaub haben. Ich denke, ihr werdet, Verständnis dafür haben, dass das halt so ist. So, mal schauen, wie wir jetzt hier die CIS-30 am besten einbringen können. Da rechts ist nämlich ganz schön viel gefallen gerade. Mal gucken, wie wir das denn so haben. Abschusshilfe, sehr schön. Nehmen wir gerne mit, warum nicht? Muss auch mal sein. Mist. Habt ihr denn da gesehen, den Heini? Richtig cool, was war das? Da kommt der jetzt gleich raus. Komm schon, Kanone. Nur ein Treffer? Was ist das denn? Mega Kanone und macht nur so einen Pipi-Treffer. Da nochmal. Was für ein Scheiß. Schon wieder! Also jetzt weiß ich langsam nicht mehr, was los ist, Kollegen. Kritischer Treffer, Ladeschütze, sehr schön. Wir reparieren schon. Jetzt bist du dran, Kollege. Was ist denn hier los? Wegen der ist dran, der ist jetzt dran. Und hat zerstört, sehr schön. Was war das für ein Ding? Cromwell, wow. Hätte ich nie gedacht, dass er so viel aushält. Was hat uns jetzt zu hauen? Da rechts seht ihr den. Und da sind wir down. Ey, jetzt hör auf uns zu beschießen, ihr Kollege. Ich will jetzt nicht sterben. Sind wir aber dran. Ach, Crusader MK3. Von der Seite. Alte Sau. Alte Sau! Da war er schon down. Mist. Hätte er nicht eine Sekunde eher schießen können. Egal, wir haben jetzt hier unser Flak-Ding. Das ist irgendwie lustig, muss ich sagen. Das macht schon irgendwie Spaß, das Ding. Wir haben unendlich viel Maschinengewehre da dran kleben. Mal schauen, ob wir damit auch was machen können. So, schauen wir mal in den Himmel. Irgendwas sehen, was halbwegs aussehen könnte wie ein Feind. Da ist schon gerade was abgeschossen worden von uns. Da oben kommt was geflogen. Da schießt auch was. Wir können mit dem Ding hier wirklich wenig bis gar nichts reißen. Das ist Fakt. Das Ding kann nämlich gar nichts.
wohin jetzt? Jetzt ekelhaft hier. Dann weg hier. Weg hier, habe ich gesagt. Oh, der hat ihn da rechts noch weggemüllert. Das ist gut. Kollege, komm, ich gebe dir Flak-Unterstützung hier. Flak-Unterstützung wird auch viel zu wenig geschrieben in diesem Spiel. SMK, was ist das? What the fuck ist das denn für ein Monster? Kollege, ich bin hinter dir. Ivan und Boris sind bei dir. Nutze ich so ein bisschen als Deckung. Bin ja echt eine Sau. Oh. So, er hat ihn einfach mal weggemüllert. Weil er uns gerammt hat, so ein Getriebe kaputt. Wie geil ist das denn? Artilleriefeuer auf uns. Sehr schön, weg damit. Könnte jederzeit von links und von rechts hier was kommen. Da ist nämlich schon was. Seht ihr das? Ja, was will man damit machen, ganz ehrlich, ne? Was will man damit machen? Ah, schon wieder einen reinbekommen. Ja, das war nicht so produktiv. Ich denke, wir hängen dann noch eine Runde mit den Russen hinterher dran, ne? Das bringt ja nichts uns. Er war auf jeden Fall lustig, sag ich mal so, ne? Kann man mal machen. Oder wie würde man sagen? Witzig, 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 das Ganze. Ja, machen wir hier Ladebildschirm nicht lange weiter. Sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch wieder in Berlin. Geht es auch schon weiter hier mit unserem schönen russischen Line-Up. Gucken wir mal. Da vorne ist ein T-50. Hier ist ein T-50. Es ist Wahnsinn. Man könnte denken, ja, es sind Russen auf dem Schiff. So, schauen wir mal, was wir denn hier so bekommen werden. Oder auch nicht. Da geht schon die Artillerie runter. Die packen wir mal da hin. Die Kollegen genau wissen, dass hier ist jetzt Ende für euch, ne? So. Ich stelle mich mal hinter diesen Tiger. Oh, ab da. No. Oh, Kanone ausrichten, bitte. Danke. Da was? In der Stadt, da ist irgendwie so ein LWT. Wo kommt der denn hin? Fleißkette zerfetzt. Oh, ab du Bub. Wo ist er? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Granaten landen im Nirvana. Na egal. Oh, Attacke hier. Bringt doch nichts. Gehen wir auf offener Fläche. Wir sollten vielleicht weg hier. Das wäre nicht so ganz verkehrt, habe ich mal so gehört. Oh, gehen wir mal hier lang. Kommen wir mal hier runter. Auch wenn es. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Ich kann es doch nicht sagen. Es ist halt so. Es ist nicht gut, wenn der Feind die Initiative hat, habe ich mal gehört. Kommen wir hier hoch? Im russischen Panzer, natürlich kommen wir hier hoch. Was ist das denn für eine Frage? Treffer, Ladeschütze, Kommandanten weg. Schützverschluss. Sie unbeschädigt, noch viel schlimmer. Ladeschütze down. Ohne zerstört, Dankeschön. Da ist der nächste. Der Treffer, Richtschütze down, sehr schön. Drehkomtrans. Und er zerstört, sehr schön. So sehen Russen das. Wow. Auf da, Heini da hinten. Verdammt, was soll das denn? Stimmt denn mit dir nicht? Okay, was war das? Stellt euch vor, ihr werdet beschossen und wisst nicht woher. Ist das cool? Hat doch was, oder? Da ist er, seht ihr den? Welcher Treffer, Ladeschütze, Kommandanten? Daneben! Du beschädigt!
Frischer Treffer, Motor kaputt. Und dann den Helm, so. Da ist noch einer, seht ihr den? Alter, was ist denn das für eine Plage hier? Wie kriege ich den denn da jetzt weg? Da ist auch noch einer. Und er hat zerstört, sehr schön. Treffer nur, das war nicht so gut. Frischer Treffer, sehr schön. Da ist der nächste. Wir halten so viel aus. Kühler kaputt. Wir sehen nichts. Ladeschütze. Ne, Richtschütze. Nicht gut. Verstecke. Kette kaputt. Wir bleiben so stehen. Wir werden gleich flankiert, denke ich mal. Vielleicht dreht der Turm wieder. Oh. Lege, wenn du da rauskommen würdest, ne? Ist das Scheißding da? Warum hält das denn nicht? Wir sind da hinten schon wieder. Wenn du wüsstest, was dich erwarten würde, wirklich. Hallo? Kann einer helfen hier? Wäre nicht schlecht. Wenn ich ziemlich duft tüfte. Tüfte, ne? Tüfte. Schießt nicht auf mich. Ich könnte Artillerie ziehen, aber will ich gar nicht. Das war gerade eine mega geile Runde bis dato. Da ist irgendwas, glaube ich, oder? Du bist jetzt vielleicht sowas von tot, das glaubst du gar nicht. Er hat sich zerfetzt, so. Hier steht jetzt so ein bisschen Artillerie auf dem Hals und wir erobern jetzt einmal dieses Kackding hier. Wie wäre das? Oh, jetzt sind wir gleich tot, weil wir so doof querfahren. Steht da unten. Lebt das noch? Ja. Ja. Entschuldigung. Ah, steht da unten genauso, wie wir ihn nicht haben wollen. Egal. So, was haben wir denn noch hier? T28. T80, so. Ich glaube, wir sind noch gar nicht so richtig gefahren, diesen Panzer. Ich glaube, wir nehmen nicht mal ein Reparaturkit mit. So, müssen wir mal gucken, wie viel Durchschlag. Oh, nicht den meisten, ne? Was ein hässlicher Panzer, oder? Also, ich bin kein, weiß ich nicht. Aber es ist hässlich. Kommt was geflogen? Mein Gott, der Turm dreht ja langsamer als, weiß ich nicht. Ah, er dauert wieder. Er dauert. Aber ich denke, wir haben uns da gut verkauft. 4 Treffer. Besser als die letzte Runde, oder? Wie seht ihr das? Ich sehe das so. Oh, fahren wir mal hoch. Hey, Kollege. Hör bloß auf mit dem Scheiße. Das kannst du zu Hause bei deiner Mama machen, aber nicht bei mir. Da brauche ich nicht. Und er hat wirklich seinen Spaß wie 50. Hör auf mit dem Scheiß, ey. Lass mich doch einfach in Rü. So, wo ist denn dieser Heini, der mich da eben rausgenommen hat? Der muss doch da kommen. Sieht er den? Da kommt er gleich raus. Mal schauen. Hinter dem Tiger, da ist er. Ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel, da seht ihr denn? Kommt da. Ist er geschossen? Kommt schon eins hier bitte, Dankeschön. Verpisst er sich, da. Bitte weiterhin drauf zielen, das wäre nicht schlecht. Wenn ich da jetzt. Eine Kanone, warum geht die denn nicht tiefer hier? Oh Mist, oder? Leistketten haben wir ihm gezogen, sehr schön. Ist unbeschädigt, dann können wir vielleicht eine Seite hier reinhauen, oder? Nochmal, aber da ist kein Durchkommen, da machen wir nichts. Ziehen jetzt so lange hier auf den Heini, bis er da. Treffer. Die andere Gleiskette auch noch ziehen. Ich sehe gar nichts. Ja, hör mal auf hier. Hallo. Gleiskette auch noch geschrottet. Abschlusshilfe, sehr schön. Die nehmen wir gerne mit, weil mehr war da gerade nicht drin.
weil dieser Panzer so unheimlich gut nach unten gucken kann. Das ist absolute Wahnsinn. Ich habe noch nie sowas Gutes gesehen. So viel hat der Feind nicht mehr. Aber... Was ist den denn gerade zerfetzt? Hallo? Wir müssen mal ein bisschen gucken hier gerade. Da fliegen die Granaten. Genau, da ist er. So, jetzt ist drauf da. Zeigt auch nochmal, was der ganz hier. Außer Gleisket kaputt schießen. Was natürlich auch ein sehr schönes Hobby sein kann. Jeder hat ja seinen Fetisch. Man, warum auch nicht auf Gleisketten gehen? Das ist ja manchmal viel besser. So. Dumme steht sehr schön, so macht das Spaß. Gleisketten, Abschusshilfe. Warum nicht? Nehmen wir halt eine Abschusshilfe mit. Hält uns weiter oben. Ist doch auch schön, oder? So, jetzt ist aber ihr Ende. Einer ist noch da. Der Mad Jim Jaspers. Warum nicht? Boah, ist das hier wieder eine Qual. Vorne ist er, ich sehe ihn sogar. Ne, ist einer von uns. Okay, alles gut, falscher Alarm. Ist hier nicht irgendwas in der Luft von uns? Ach, die Russen und ihre Flugzeuge, ne? Jo, jetzt sind wieder Spawn-Camper jetzt überall, ne? Naja. Bist du Tetris-Player? Das ist auch so mein Schimpfwort. Wenn ich jemanden habe, der das Spiel nicht kann, dann sage ich auch mal, yo, spiel doch Tetris, ne? Macht mehr Spaß. So, da ist er raus. M13 war auch weg. Der Mad Jimmy. Nee, Lieutenant Fancy irgendwas. Pants, genau. Ja, ich will nicht Spawn-Campen. Das ist doof. Das macht keinen Spaß. Macht ihr das, wenn ihr wollt. Gehe ich lieber, da sind mir die Punkte auch egal. Wenn ich jetzt hier einen sehe, ich schieße nicht drauf. Verspreche ich euch. Ich muss ja nur die Seite wechseln hier. Ich gucke nur, aber ich schieße. Ist mein Turm dreht, ist eh Weihnachten. Ach, das ist ärgerlich. Da ist einer. Seht ihr den da rechts? Da stand einer. Da steht er. Oh, nicht da, sondern da. Oder ist das der von eben? Ja, der ist schon kaputt. Ich will da gar nicht drauf schießen. Ist nicht meine Art. Macht man auch nicht. Finde ich zumindest, macht man nicht. Mach ich nicht. Boah, dieser Turm, guckt doch mal, wie schnell der dreht. Ist richtig cool. Richtig abgefahren, ne? So, irgendwo muss er doch sein, der kleine Mann. Wir suchen ihn mal. Kommen wir mal hier runter. Schön die, wer ist denn die Straße hier? Keine Ahnung. Ne, da hin, gucken, da hin. So. Wo ist er? Er dauert hier noch 100 Jahre, glaube ich. Aber immer Zeit, ne? Fährt dann ruhig mal so ein bisschen wie Sau. Einfach mal hier so drüber. Ja, wir haben die Initiative, das stimmt wohl. Wir rammen ja mal alles kaputt. In der Luft ist auch nichts. Alles doof, ja, alles. Ja, da ist doch was. Irgendwas schießt da doch. Ja, die schießen sich, glaube ich, nur selber kaputt. Das ist natürlich sehr öde gerade. Kontraproduktiv. Wo bist du denn? Hat hier nicht einer... Du könntest hier so ein Abzeichen zünden, ne? Oder ist auch wo? Das ist ja echt Käse. Wo ist der denn? Oh, ist das langweilig. Also sowas ist natürlich echt doof, ne? Hm. Ja, egal, ne? Da kommt ein Flugzeug geflogen. Das heißt nicht, das ist der echt... Er ist echt in so einem scheiß Flieger drin. Was stimmt mit dem denn nicht? Da oben ist er. Wie geil ist das denn? Das ist ja so cool. Ist der einfach in so einem Bomber drin da? Was für einem? So, mal gucken. So, vielleicht geht jetzt noch die Kanone hoch. Dann können wir natürlich wirklich auf den schießen. Alter, ich stirb doch einfach. Ich glaube, das dauert noch länger hier. Oh, guck mal, wie langsam die Kanone hochgeht. Er kann gar nicht so hoch schießen, oder? Wir können es ja hier auf den Hügel stellen. Dann können wir wenigstens so hoch schießen. Laterne, weg mit dir. Nicht rüberkippen. Übergeht nicht, ne? Das Flugzeug kann schneller fliegen, als wir unsere Kanone ausrichten. Das ist natürlich wirklich der absolute Oberknaller. Wo ist er? Da ist er.
Oder schieß den doch einfach mal ab hier. Eigentlich wird es schwer sein. Guck mal, wie geil die Kanone runtergeht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. Ich melde mich mal wieder, wenn wir bei der Auswertung sind. Bis gleich. Ja, ihr seht die Auswertung. Das Ding ging eigentlich recht unspektakulär zu Ende, weil der hat uns mit seinem Bomber schwer getrollt. Wir konnten ihn nicht abschießen, dann hat sich irgendeiner geopfert, hatte mit einem Jäger gespawnt und dann war das Spiel vorbei, bevor er den Bomber abschießen konnte. Also sehr, sehr toll das Ganze. Ihr seht, ich habe ein bisschen was erforscht, den T50, das Getriebe, T80 gab es auch noch ein bisschen was dabei. Ich habe hier ein tolles neues Emblem, nämlich Auf in den Westen. Aha, super, super, super. Also gucken wir mal ganz schnell. Also Panzerretter, Brecher, Hinterhaltsserie, Mehrfachschlag. Hilfsbereit. Ist das cool? Groovy, groovy, groovy. Zerstörte Bodeneinheiten 4, Abschusshilfen 4, kritische Treffer 6, 25 Treffer insgesamt. Ja, das gab ordentlich Punkte. Ich habe noch so einen Booster gezündet. Hier seht ihr mal, was für einen Booster ihr gerade habt. Ich habe gerade einen persönlichen Booster von 150%. Wow. Super. Dafür eigentlich eine ganz ordentliche Runde. Wir gucken mal hier. Wir sind Erster geworden mit 2205 Punkten. Besser als die letzte Runde mit dem englischen Panzer. Nee, Russen spielen wir gerade. Mein Gott, viel zu viel. So, also T80, du kriegst erstmal Löschzeug. Das ist gar nicht schlecht, sage ich mal. Danach kriegst du unbedingt eine neue Granate, weil damit gewinnst du keinen Blumenstrauß mit, mal ganz ehrlich. Also das ist wirklich schlecht. Und danach kriegst du dann noch Einschießen, weil es so cool ist. So, und dann gehen wir darauf. Also. Und da gibt es hier noch Belohnung. Ist das geil? Richtig cool. So, hier geht's richtig ab. Ne? Ja, wie gesagt, russischer Baum bei mir. Es wird langsam. Wir gehen hier auf die 72K Gas-MM zu. Das ist dieses krasse Ding, wo viele Leute, sehr viele andere Leute mit trollen. Weil man damit wunderbar auf Panzer gehen kann. Das ist echt krass, das Ganze. Danach, schauen wir mal. T34, 3-3. Habe ich eben 3-7, 3-3, irgendwie sowas. Auf jeden Fall über mir. Deshalb werde ich wo erst den T28, sorry, ich habe da keine Aktien drin, in das Ding. Müsste ich eigentlich auch erst erforschen. Aber die CIS-30 ist eigentlich so geil dafür. Die ist wieder schlechter. Ich glaube, ich gehe auf den T34. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht so ganz. Mal gucken. Ist ja noch ein bisschen hin. Ich bin noch unentschlossen. Naja. So, also, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Denkt dran, ich bin im Urlaub. Von daraus gesehen könnte es sein, wenn ihr irgendwas drunter schreibt. Es gibt ja nicht viele Kommentare. Aber wenn euch mal ein Kommentar einfällt, dann kann es sein, dass das ein, zwei Tage dauert, bis ich den schreiben kann. Weil WLAN, ich habe keine Ahnung, ob ich da WLAN habe. Aber ich bin auch einer, der im Urlaub so gerne sein Handy aus hat. Das ist immer schön. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Oh, Sander, Dankeschön.